Leute, es kommt mal wieder ein Video. Trockner läuft mit schwarzen und weißen Teilen. Und hier ist jetzt ein paar Sekunden bei genau eine Stunde lang Abkühlung. Ich wasche gerade Bettwäsche für jeden 70 Grad und 600 Touren. 600 Touren habe ich aus Langeweile gemacht, dass der Trockner nachher länger braucht. Ja. Die hier verbraucht dann halt weniger Strom, wenn sie schleudert, aber der Trockner ein bisschen mehr beim Trocknen. Kommt also, denke ich mir, auf dasselbe raus. Ich habe mich vertan, weil sie ja so eine 600 Tour macht. Bei 57 ist es Laugenabkühlung. Wir können noch mal zum Trockner gehen gleich, nach dieser Umdrehung. Das Bett war schon mit zwei Personen, aber zwei Bettlaken, weil ich meins ja noch mit beigeschmissen hatte, weil es dieselbe Farbe hatte. Aber meine helle Bettwäsche wird gekocht. So, jetzt gehen wir mal kurz zum Trockner. Das hier ist übrigens schon gewaschen, das hier ist auch schon gewaschen. Es werden nur noch die Handtücher gleich gewaschen. So. Auf Jeans, nur mit Signal, sonst keine Option. Und das hier wurde beides mit 800 Touren geschleudert. Die Handtücher werde ich übrigens auch mit 600 schleudern. Und zusammen mit der Bettwäsche in den Trockner packen, dass der auch sehr voll wird, dann wird er auch lange laufen. Hoffe ich zumindest. Oder wisst ihr was, ich mache das sogar getrennt, den Trockner. Weil der muss danach auskühlen, habe ich da glaube ich noch länger was von. Wenn die Bettwäsche dann kurz nach 2 reinkommt, läuft die bestimmt auch bis 4 Uhr oder so. Oder noch länger, 4:30 oder so. Dann kommen 5 die Handtücher erst in Trockner. Dann ist heute Abend fertig. Nochmal, ich entschuldige mich jetzt auch nochmal, dass jetzt lange kein Video kam. Vor einer knappen Woche, vor 5 Tagen oder so, oder keine Ahnung, knappe Woche auf jeden Fall, habe ich mal ein Informationsvideo gemacht mit wenigen Videos, aber so ein richtiges, wie ich es jetzt gerade wieder mache, kam schon über 2 Wochen nicht. Ja, in 2 Minuten geht er auch in die Auskühlphase hier. Jo. Und wir gehen jetzt mal zur Waschmaschine, denn die macht jetzt gleich Laugenabkühlung. So. Komm, spring auf deine scheiß 57 jetzt. Waschmittel hat sie ausgespült. Machst du das bisschen, das ist ein bisschen hängen geblieben. Ein bisschen Beispiel ist auch drin und macht das Laugenabkühlung. So. Bei Hygiene zieht die aber nur wenig. Ist auf dem Bottich hier, das ist noch nicht. Oh, ist aber knallheiß. Ich hatte eben übrigens gemessen, die 70 Gramm wurden erreicht. Jo. Jetzt habe ich's. Ihr könnt ihr nochmal messen. Das muss ich mit der linken Hand machen, das ist natürlich nicht so meins, aber. Jo. Die hat noch 70 Grad. Oh. Was ist das denn? Über 70. Man muss ja immer noch so 5 Grad draufrechnen, aber egal. So. Die macht jetzt ihre Laugenabkühlung. Es werden heute noch Videos folgen. Deswegen mache ich jetzt auch mal Schluss und sage auf jeden Fall schon. Bis zum nächsten Video. Und bye, bye.